Moin Moin, ich begrüße euch zu unserem 50. Video. Warum das Video jetzt erst kommt, ist ganz einfach. Mich hat es mal wieder aus dem Zocken gehauen, ich bin noch ein bisschen krank. Hört ihr vielleicht gerade auch mal meine Stimme, dass es nicht so geil ist wie sonst immer. aber ich probiere es heute einfach mal. Wir werden heute nicht zocken, wir werden heute zum 50. Video mal einfach nur ein bisschen schwafeln. Beziehungsweise ich werde reden, ihr könnt zuhören. Ich werde heute mal ein bisschen die letzten Monate noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Hab mir mal die ganzen Videos angeguckt, beziehungsweise die ganzen Aufrufe der Videos. Und mir ist aufgefallen, dass bestimmte Videos sehr, sehr gerne gesehen werden, bestimmte Videos wiederum nicht. So ganz erklären kann ich es mir nicht. Also die Minecraft-Videos sind sehr, sehr gut weggegangen. Auch unsere Hidden Dangerous-Videos wurden sehr, sehr gern gesehen. Warum bestimmte Videos, die erst gewollt wurden, also Rainbow Six zum Beispiel, dann aber irgendwie gern keiner mehr gesehen hat. Die hinteren Teile weiß ich nicht, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass ich die Videos hintereinander hochgeladen habe. Das heißt, ich habe 2, 3 Videos gedreht und habe sie sofort hochgeladen. Ich weiß es nicht, woran es gelegen hat, dass sie dann irgendwann keiner mehr sehen wollte. Vielleicht war es auch zu langweilig, ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn mal dazu ein paar Kommentare kommen würden, dass sie einfach mal darauf auch eingehen können, dass wir nicht Videos hochladen, die ihr eigentlich gar nicht sehen wollt und ihr euch dann darüber beschwert, jetzt kommt ja wieder so ein scheiß Video, ich wollte eigentlich das und das sehen. Prinzipiell wird es jetzt so sein, dass wir alle 3 Tage ein Video hochladen. Das heißt, es wird jetzt kontinuierlich immer Videos geben. Wir hatten ja vorher die Probleme gehabt, dass wir wirklich immer 1 oder 2 Wochen dann zwischendurch Pause hatten, keine Videos hochgeladen haben. Und ich habe halt gehört, beziehungsweise mir wurden auch Nachrichten geschrieben, dass es halt ein bisschen doof ist, weil kommt der nächste Video und was ist denn da los? Und ja, wir haben jetzt ein paar Videos abgedreht. Das heißt, ich habe jetzt bei mir auf der Platte zurzeit 5 Videos, die darauf warten, hochgeladen zu werden. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt alle 3 Tage immer Videos hochladen. Nicht nur ich werde Videos hochladen, sondern auch andere Leute aus unserer Community. Ich habe mich mit ein paar Leuten zusammengesetzt. Wie ihr mitbekommen habt, Verdett hat ja schon die SimCity-Videos hochgeladen. Wenn ihr da noch ein paar sehen wollt, ich habe gesehen, dass das zweite Video von Verdett, also von SimCity, nicht allzu oft angeklickt wurde. Das heißt, ja, wurde nicht allzu extrem gesehen. Auch die Skyblock-Videos wurden jetzt, das letzte wurde jetzt auch nicht so oft gesehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, wie gesagt, ein paar Kommentare, mal ein paar Infos. Bisschen Feedback wäre schon schön, dass wir mal damit arbeiten können. Ja, wie gesagt, also es wird nicht nur von mir Aufnahmen gehen, sondern auch von anderen Leuten. Da kommen wir dann gleich mal zu dem nächsten Thema. Wir kriegen auf alle Fälle neue Projekte. Das heißt, wir werden Minecraft Adventure Maps spielen, beziehungsweise wir haben sie schon gespielt. Wie gesagt, die sind die Videos, die jetzt darauf warten, hochgeladen zu werden. Es wird auf alle Fälle Hidden Dangerous 2 kommen, wieder. Wir werden das mal ein bisschen anders aufdrehen, dann die ganze Sache. Ich habe das mal in eine andere Hand gegeben. Das heißt, ich werde zwar mitmachen, werde auch ein bisschen helfen bei der ganzen Sache, zusammenschneiden etc. Aber prinzipiell hat da jetzt jemand anders die Leitung. Und ja, mal gucken. Also ich bin da guter Dinge. Ich denke mal, das läuft sehr, sehr gut. Ja, ich freue mich schon auf Company Heroes 3. Das ist jetzt nicht zum Release-Datum rausgekommen, wie es eigentlich rauskommen sollte. Mal gucken. Bin gespannt, sobald es rauskommt, werde ich es auf alle Fälle spielen. Falls ihr Informationen haben solltet, weil ich bin ehrlich, ich bin relativ viel arbeiten und gucke da jetzt nicht jeden Tag, was für neue Spiele rauskommen. Ich kriege es immer nur nebenbei mit durch Kumpels oder sonst wie. Wenn ihr jetzt irgendein Spiel habt, wo ihr sagt, ja, das würde ich gerne mal sehen wollen, nehme ich gern, wenn das Spiel mir auch zusagt, gern das Geld in die Hand und kaufe es mir, zeige es euch und ihr könnt dann halt zusehen, wie ich das Spiel spiele. mal gucken, also einfach mal ein paar Kommentare abgeben, auf was für Spiele ihr euch am meisten freut und dann kann man mal gucken, dass man die dann rankriegt und dass man die zeitnah spielt, wenn sie rauskommen. Ja, ja, das so auf alle Fälle zum einen, dass ihr euch mal ein bisschen weit wünscht, dass ihr mal sagt, was ihr wollt. Ich gehe da gerne auf eure Wünsche ein, bin da sehr, sehr flexibel, was das angeht. Zum anderen habe ich dann noch eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr jemanden kennt, beziehungsweise wenn ihr selber Musik macht, würde ich gerne mit denjenigen in Kontakt treten wollen. Denn vielleicht habt ihr ja mitbekommen, dass ich ja immer zum Ende meiner Videos die anderen Videos verlinke und da immer ein bisschen Musik durchlaufen lasse. Und ja, die Musik bis dato ist nicht verkehrt, die ist cool, die macht mir Spaß, die hört man gerne. Die ist von KST Beats, wie ihr mitbekommen habt. Was ich sehr, sehr schade an der ganzen Sache finde, dass KST Beats mir nicht die Möglichkeit gibt, mit ihm
irgendwie persönlich in Kontakt zu treten. Das heißt, ich habe ihm da ein paar Nachrichten geschrieben und habe ihn da auch darauf hingewiesen, dass ich halt seine Musik benutze, aber er hat nie darauf geantwortet. Und ich finde es halt ein bisschen schade und ich suche halt einen Künstler, der halt mit mir irgendwie in Kontakt tritt und der mir auch freiwillig bzw. gerne seine Musik halt zur Verfügung stellt und nicht dann im Nachhinein ankommt von wegen, mach mal deine Musik da raus, ich will nicht mit deinen Videos in Verbindung gebracht werden, sondern wirklich, dass derjenige sagt, ja komm, ich finde das, was du da machst, cool und hier hast du mal ein bisschen Musik von mir, die ich auch selber gemacht habe und so. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte einfach nicht im Nachhinein noch irgendwelche großen Probleme bekommen und deswegen würde ich gerne mit den Produzenten bzw. mit der Band oder wie auch immer mit denjenigen, der Musik gemacht hat, gern ein bisschen näher zusammenarbeiten, also mich ein bisschen mit ihnen unterhalten und ja. Ich würde auf alle Fälle für denjenigen viel, viel Werbung machen, würde ihn anpreisen, ankündigen, wie auch immer, also wirklich auch auf meinen Kanal verlinken, auf unsere Homepage verlinken, so dass derjenige dann auch davon profitiert, uns seine Musik zu geben. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, wenn jemand kennt, einfach mich anstupsen in Teamspeak oder mir eine Privatnachricht schreiben über die Homepage oder über YouTube. Mir egal. Einfach mal bei mir melden und dann freue ich mich schon drauf. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf alle Fälle frohe Ostern und freue mich auf die nächsten 50 Videos. Bis dahin. Tschüssikowski.